Es fühlt sich irgendwie nicht so an, aber wir haben jetzt den längsten Bärenmarkt seit der Finanzkrise, denn wir sind seit 287 Handelstagen nicht in der Lage gewesen, das bisherige Hoch, das wir bei 4.800 Punkten hatten, im S&P 500 zu überbieten. Und das gab es bisher noch nie seit der Finanzkrise. Die bisher längste Strecke ohne neues Hoch endete im Mai 2016 mit 285 Tagen. Jetzt also haben wir schon 287 Tage, und da der S&P 500 um und bei so in der Zone 4000 handelt, das bisherige Hoch, das wir gesehen hatten, das erreicht wurde bei 4800 Punkten, Pi mal Daumen, ist also noch ein gutes Stück weg. Das sind um und bei 800 Punkte beim US Leitindex. Das wird man wohl nicht heute und nicht morgen und wahrscheinlich auch nicht nächste Woche erreichen. Dürfte diese Strecke eben noch ein bisschen länger gehen. Jetzt können natürlich andere sagen, naja, guckst du, wir sind ja schon viel tiefer gewesen im S&P 500 bei 3500 Punkten. Dann sind wir auf 4200 gestiegen. Das ist ja fast schon ein Punkt. Bullenmarkt, aber nur fast. Faktisch sind wir, wie Sie hier unten in dieser Grafik sehen, mit den roten Ausschlägen nach unten jetzt 16,8% um und bei vom bisherigen Hoch entfernt, also von 4800 Punkten. Und wir sind also trotz irgendwelcher Bärenmarkt-Rallys, die wir zwischendurch sehen, die dann wieder die FOMO-Crowd ganz euphorisieren, sind wir doch ziemlich weit weg von diesem Allzeithoch und haben bisher noch keine Perspektive, dass das sich ändert. Jetzt sagen viele ja, neuer Bullenmarkt oder klassische Bullenfalle. Dazu tendieren eher Mike Wilson und auch Marco Kolanovic. Die ganze Geschichte ist noch nicht jetzt entschieden. Ja? Also erst wenn wir jetzt wirklich wieder saftig nach unten rauschen, neue Tiefs machen würden, dann wäre es definitiv unwidersprechbar so, dass wir einen intakten Bärenmarkt haben und das, was wir zwischendurch gesehen haben, schlichtweg nur eine Bärenmarkt-Rallye ist. Warum das so ist, habe ich gestern versucht im Video im Marktgeflüster zu zeigen, dass aufgrund technischer Probleme bei YouTube sehr spät erst online ging. Deswegen werde ich Ihnen das unter dem Video nochmal verlinken. Falls Sie es nicht gesehen haben, glaube ich, es lohnt sich. Man hat ja selber immer ein Gefühl, ob das gut gelungen ist oder schlecht gelungen ist. Gestern hatte ich ein sehr gutes Gefühl dabei. Wenn man ein Video macht, weiß man ja schon, oh, das war jetzt nicht so toll, das geht besser. Oder manchmal ist man auch zufrieden. Aber auf jeden Fall, hier sehen wir die Geldmenge in den USA. Stärkster Rückgang, seit es diese Daten gibt. Ähnliches in der Eurozone, Geldmenge M1 mit deutlichem Rückgang. Reales BIP wird der realen Geldmenge, die auch deutlich rückläufig ist, folgen. Dementsprechend Liquiditätsentzug. Ich hatte das schon öfter thematisiert. Hier sehen wir zum Beispiel mal die Tightening, die Lending Standards, die werden immer rigider, immer strenger bei den US-Banken. Wir sind jetzt auf einem Niveau etwa, das dann eigentlich immer zu einer Rezession führt. Die Risiken werden größer für die Banken, weil man sagt, okay, diese Hochzinsperiode, die wird natürlich viele Konsumenten aus der Bahn schießen können. Also versuchen wir erstmal höhere Sicherheiten zu verlangen. Im Zweifel vergeben wir eben keinen Kredit, den wir vielleicht noch vor einem oder eineinhalb Jahren vergeben hätten. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Wir müssen fürchten, dass die Assetpreise fallen, damit Sicherheiten der Kundschaft, der Kreditnehmer immer geringer werden. Und gestern haben wir ja zunächst mal einen sehr starken Handelsstart gesehen mit diesem Gap nach oben beim S&P 500, aber das ist dann doch ziemlich verpufft, sodass die Pluszeichen sich deutlich verkleinert haben. Typische Risk-On-Situation, eigentlich Consumer Discretionary weit oben, Technology oben und unten die defensiven Sektoren, Consumer Staples, Healthcare und Utilities. Aber wie gesagt, das hat nicht so richtig gehalten. Warum? Weil wir einen Kampf gesehen haben gestern zwischen Zero-DTE-Call-Buying und Zero-DTE-Put-Buying. Zunächst dominierten die Calls massiv, also das alte Spiel von institutionellen und Privatkunden. Wir kaufen Optionen, die noch am selben Tag verfallen und ziehen damit die Märkte rauf. Aber dann setzte das Gegenteil ein und diese Rallye verpuffte. Interessant auch, dass trotz eines Rekordanstiegs von 27% von AMC, diesem Meme-Stock, die Most Shorted Stocks, immer wieder sozusagen nach oben sprangen, also so ein Short Squeeze passierte, aber der konnte sich da nicht halten und dann ging die ganze Geschichte wieder nach unten. Und wie jetzt hier Bloomberg in einem Marktbericht heute früh titelt, Asia Stocks give up gains as US Yields tick higher,
Also die US-Renditen gehen wieder nach oben. Das ist der entscheidende Trigger. Guckst du auf den Dollar, guckst du auf die US-Renditen, der Erholungen an den Aktienmärkten werden nur passieren können, wenn wir wirklich Schwäche des Dollars sehen, wenn wir fallende Renditen sehen. Und die Economy still looks too strong for disinflation trends. So hier ein Analyst, the Fed has a lot more work to do. Und das sollte ein schwieriges Umfeld für Aktien sein, wenn eben die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen besteht. Warum? Weil das sieht die Economic Surprise Index. Also die Daten, die weichen positiv von der Erwartung ab. Deswegen steigen auch die Terminal Rate Expectations. Da sind wir jetzt praktisch bei 5,4%. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass die Zinsen mindestens noch bis 5,4% steigen werden. Und in diesem Umfeld muss ein Rate Repricing passieren. Also die Märkte, die ja davon ausgegangen sind, dass wir einen Pivot, eine Wende der Fed in 2023 sehen, die werden gezwungen sein, früher oder später das einzupreisen, genauso wie sie wohl gezwungen sind, wie Mike Wilson von Morgan Stanley sagt, hier eine sich deutlich verschlechternde Gewinnsituation einzupreisen. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Thema Inflation, Fed, Zinsen. Wir haben Januar CPI über den Erwartungen gesehen, Erzeugerpreise über den Erwartungen, Jobs deutlich über den Erwartungen, PCE, Verbraucherpreise am Freitag über den Erwartungen, dazu ISM deutlich besser, Einkaufsmanagerindexe deutlich besser, Dezember und den November CPI nach oben revidiert. Jetzt die Frage, was passiert, wenn jetzt auch im Februar die Zahlen kommen? Am 14. März werden die CPI-Daten aus dem Februar veröffentlicht. Also in zwei Wochen, Pi mal Daumen, was passiert denn, wenn auch hier die Inflation höher ist als erwartet? Wir sehen, dass vor allem die von der Fed bevorzugte Kategorie, nämlich Service ohne Housing, also Kernrate im Dienstleistungsbereich ohne eben den Immobiliensektor, nach wie vor extrem hoch ist, beziehungsweise wir den größten Anstieg seit einem Jahr gesehen haben. Das muss die Fed alarmieren. Dementsprechend sind eben jetzt sogar eine Zinsanhebung von 0,5% nicht mehr im Bereich des Unmöglichen, aber dass wir vielleicht sogar in einem stagflationären Umfeld sind, wo also die Wirtschaftsleistung beginnt zu sinken, respektive negativ zu werden oder zu stagnieren und auf der anderen Seite die Inflation steigt oder hoch bleibt. Das hat gestern der Dallas Fed Manufacturing Index gezeigt, der schwächer war als erwartet, vor allem die New Orders, die jetzt weiter in Kontraktion sind, während die Prices Paid nach oben gegangen sind und die Löhne nach oben gegangen sind. Also eine total giftige Situation. Du kriegst weniger Aufträge als Unternehmen. Gleichzeitig hast du höhere Kosten und musst dann auch noch höhere Löhne zahlen. Earnings Recession ist hier das Stichwort, das wird so ziemlich sicher kommen. Alles andere wäre irgendwie ein ökonomisches Wunder, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt zu dem anderen Wunder kommen, nämlich den Aktienmärkten, hier sehen wir den S&P 500, der ja jetzt zunächst mal durch diesen Aufwärtstrendkanal, den wir gemacht haben, seit dem Oktobertief gefallen war, dann gestern versucht hat, wieder in diesen Aufwärtstrend reinzukommen, dann aber knapp drunter geschlossen hat. Wie geht es jetzt weiter? Schauen wir uns mal den Nasdaq 100 Future an. Hier sehen wir, sind wir in so einer sich ausbreitenden Wedge, wo wir bisher noch keine ganz klare Richtungsentscheidung jetzt im kurzen Zeitfenster gesehen haben, aber klar, der Nasdaq hat ja über 7% von seinem Zwischenhoch verloren und jetzt kommen wieder interessante Dinge nach oben. Der sogenannte 50 Cent Trader ist wieder da, der 50 Cent VIX Trader ist wieder da. Warum heißt der 50 Cent? Es gibt ja einen Rapper, der heißt 50 Cent, aber der kauft immer VIX Optionen, nämlich Calls, die 50 Cent kosten. Davon gestern 100.000 die VIX Calls gekauft, die 50 Cent kosten, und dann nochmal 50.000 von diesen VIX-Optionen, die 51 Cent kosten. Mithin wettet der darauf, dass wir heftige Turbulenzen sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Er geht davon aus,
dass der VIX hier über die Marke von 50 steigen wird bis Mai. Und 50 würde schon ziemliche Panik am Markt bedeuten. Derzeit sind wir ja im niedrigen 20er Bereich. Wenn wir jetzt nochmal hier vielleicht zu dem Treiber der Rallye mit gestern kommen, dann ist es hier dieser Investorentag von Tesla, der am 1. März stattfinden soll, also morgen. Wieder mal ganz tolle Versprechen, Robotaxis, gell? Was haben wir schon alles, gell? Also wenn es nach dem Versprechen gehen würde, dann hätten wir schon wundersame Dinge hier. Aber die sind leider überwiegend nicht gekommen. Elon Musk hat selber gesagt, ja, also wenn wir es nicht schaffen, sozusagen wirklich selbstfahrende Autos hier an den Start zu bringen, und bisher ist das ja eher ein ziemliches Scheitern, dann sind wir stark überbewertet. Dem kann ich nur ganz fröhlich zustimmen. Tesla gestern 5,4% im Plus. Wohl wegen dieser Erwartung, dass da ganz Tolles wieder verkündet wird, dann gestern auch Nachrichten von Grünheide, dass man da so und so viele Autos produziert habe, die früher oder später dann kein Mensch mehr brauchen wird. Aber sei es drum, meine Damen und Herren, jetzt wird die Religionsgemeinschaft Tesla wieder aufheulen. Was hat er da gesagt? Hat er Jehova gesagt? Er hat Jehova gesagt. Er hat Tesla gelästert, er hat den Elono gelästert. Eieieiei. Das tut mir leid, und ich werde Abbitte leisten und gleich zur Beichte gehen nach dem Video. Dann kommen wir zu einem anderen etwas suspekten Menschen, das ist der Jim Cramer, der gestern gesagt hat, bei Tesla, und das nachdem die Tesla-Aktie schon über 100% gestiegen ist von ihrem Tief. Jetzt gucken wir sich mal an, es gibt ja ein sogenanntes Inverse Cramer ETF, also das genau das Gegenteil tut dessen, was Cramer empfiehlt. Und in den letzten 6 Monaten hätte man, wenn man da 1.000 Dollar eingesetzt hätte, 166 Dollar verdient, also 16,6%. Das Ganze seit August jedoch. Wenn man sich das mal anschaut, dann sind die Aktien, die Cramer empfohlen hat, dann wäre man 83% in den Miesen. Also dieser Mann hat es so systematisch drauf, dass ich denke, der ist ziemlich schlau und veräppelt die Leute nur. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Gucken wir mal gestern auf das Optionsgeschehen, das hier so wichtig ist. Dann sehen wir aber, dass das Volumen deutlich geringer ist. Tesla mit Nummer 1, aber nur knapp vor AMC. Ja, also da tummelt sich Qualität ganz oben, 1,835 Millionen Optionen bei Tesla. Das ist nicht so viel. Wir haben schon über Tage, wo wir mehrfach über 4 Millionen pro Tag gewesen sind. Und wenn wir jetzt nochmal eine ganz große Brücke bauen und spannen, nämlich nach China, und da ist ja viel Hoffnung auf die wundersame Erholung des Immobilienmarktes, der chinesischen Kultur. Aber gucken wir mal die Housing Affordability an, also die Leistbarkeit von Immobilien. Dann gucken wir nach Shanghai, das 47-fache eines Jahresgehalts, Hongkong das 45-fache, Peking ebenfalls 45, Shenzhen 40 und Guangzhou 37. Als nächstes kommt dann außerhalb von China Tel Aviv mit 21, Paris mit 20 und München mit 16, London mit 16. Also wie da letztendlich eine Erholung wirklich nachhaltig sein kann. Und die kann nur nachhaltig sein, wenn die Immobilienmärkte wieder nach oben gehen, die letztendlich ja 30% des BIPs betragen. Das ist mir ein Rätsel. Dementsprechend sind die Hoffnungen der westlichen Finanzmärkte maßgeblich übertrieben. Das sehen wir auch in den Zahlen, Autoverkäufe und hast du nicht gesehen. Und übertrieben ist auch das, was uns Robert jetzt plant, offenkundig, nämlich Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024. Die dürfen dann nicht mehr eingebaut werden, was faktisch bedeutet, dass unser Strombedarf noch stärker steigen wird. Habeck selbst hat ja gesagt, unser Strombedarf wird sich bis 2050 fast verdoppeln durch Elektrifizierung, Wärmepumpen, Elektromobilität und hast du nicht gesehen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man da an diesem Konzept zweifelt, dieser wundersamen Energiewende, die Vision und Utopie durch Physik oder Physik über durch Visionen und Utopie ersetzt, dann gilt man als Schwurbler. Aber ich darf doch einfach mal die Frage stellen, gibt es ein einziges Land außer Deutschland, das eine ähnliche Energiepolitik fährt wie Deutschland? Sind nicht die Grünen hier die Schwurbler, die eigentlich etwas seltsamen und die anderen vielleicht ein bisschen klarer bei Verstand? Es gibt kein anderes Land, das ähnlich vorgeht, das gleichzeitig so hohe Energiekosten hat wie Deutschland. Vielleicht könnte man ja mal, wenn man 1 und 1 zählt und einfach pragmatisch vorgehen, auf die Idee kommen, vielleicht ist da was nicht gut gelaufen und vielleicht läuft da etwas schief. Aber nein, diese Überlegung kommt manchen Herrschaften nicht, zumal wenn wir uns mal anschauen, USA und Europa,
Die haben ihre CO2-Emissionen um 1 Milliarde Tonne gesenkt. Beide haben zusammen 44% des BIPs, während China mit 18% des BIPs seine Emissionen um 7 Milliarden Tonnen angehoben hat. Natürlich hatten wir vorher mehr produziert, entwickelte Industrieländer. China hat sich später erst dann industrialisiert, wieder stärker, ganz klar. Aber solange eben China nicht mitmacht, wird die ganze Geschichte nicht funktionieren. Solange Indien nicht mitmacht, solange Pakistan nicht mitmacht, was ist die einzige Chance, die wir haben, Technologie zu entwickeln, damit die dieses CO2 nicht in die Luft pumpen? Simple as it is, alles andere macht keinen Sinn, da können wir so CO2-frei werden, wie wir wollen. Es hilft nichts, es ändert nichts, es ändert nichts an der Bilanz. Und dementsprechend abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Artikelempfehlungen. Goldpreis stürzt auf ein neues Jahrestief, das war gestern. Aber gibt es da einen technischen Hoffnungsschimmer? Renditen und Dollar, auch sehr, sehr wichtig für das gelbe Metall. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Und dann etwas sehr Interessantes, müssen Sie ein paar Minuten Zeit mitbringen. André Stacke, Schuldenexplosion und hohe Zinsen, wie Anleger damit umgehen können. Hochinteressant, sehr, sehr wichtig, damit Sie das Surrounding an den Finanzmärkten verstehen. Also zwei Artikelempfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.